Also, das wird jetzt das letzte Protokoll auf der Piazza San Pietro. Wir sind hier am Chillen, wir haben gerade eine polnische Messe. Und ja, per Zufall habe ich da unseren Experten getroffen, der Haupt. Herr Haupt, was sagen Sie zur folgenden Situation? Also, ich darf ganz kurz erklären, wie sich die Situation anfühlt. Für alle, die nicht da sind, die Sonne scheint mir ins Gesicht, das ist schönes Wetter. Nein, hören Sie mir ganz kurz zu, wir sind vorher in einer polnischen Messe gewesen. Wir haben die mitverfolgt und ich kann Ihnen sagen, es war recht interessant gewesen. Die Predigt hat mir gefallen, sie haben viel Substanz gehabt. Er hat sehr tiefgründig gepredigt. Ich habe etwa zwei Wörter verstanden. Einmal hat Jesus Christus gesagt. Und einmal Amen. Genau. Gut, ja, also wir haben uns dann irgendwann gefunden, wir können uns ein bisschen zurückziehen und ein bisschen Distanz wahren, damit wir auch ein bisschen Ehrfurcht haben von dem, was der Bohr abgeht. Wir sind dann schlussendlich auch noch auf die Idee gekommen, wir könnten ein bisschen diskutieren über Grundsätze von katholischen, christlichen und anderen Werten. Ja, also ich sage, es war sehr interessant gewesen. Okay, ich habe per Zufall noch einen zweiten Experten gesunden. Herr Perrondin, gesellen Sie sich doch bitte der Runde hinzu. Was ist Ihre Meinung? Genau das gleiche wie näher. Sind Sie sich, wenn Sie nicht noch Ihres Geld verdienen, sonst müssen wir Ihre Etat wirklich kürzen. Also, so geht es da nicht weiter. Sie können da nicht immer Ausflüchte bringen. Jetzt bringen Sie mal eine Meinung auf den Punkt. Sehr schöne Messe. Okay. Nicht mehr weiter, ein Experte. Ich will einen Experten, nicht irgendwie einen, der da sagt, schöne Messe war. Kommen Sie? Können wir uns die Hüte segnen, komm jetzt. Okay, wer macht das, ein Bischof? Haben Sie einen gesehen? Ein Papst. Ja, wir können Python und Hut segnen lassen. Wir könnten da. Also, Herr Haupt, haben Sie noch einen Abschlusssatz von der Piazza San Pietro? Nein, ich möchte ganz kurz etwas sagen zu denen sagen. Wir könnten Python sagen, der ist ganz sehr extra gemacht für uns. Und den Hut sagen tun wir auch, wie soll ich sagen, aus dem Büchli von der absoluten, abgespaceden Sagen ablesen. Aber ich will auch ein Geld sagen auf meinen Hut. Ja, wir tun alle Sagen von diesen absoluten, abgespaceden Sagen aus dem Buch ablesen. Okay. Ist es Ihnen gut? Jetzt jawohl, Herr Haupt. Jetzt noch den letzten Eindruck und Punkt zum St. Petersplatz. Ich gehe jetzt auf Ihren Point of View. Drehen Sie sich einmal rundum. Hey, warte, ich mache einen Flitzer. Nein, der will ich nicht sehen. Sie, Entschuldigung, Herr Sie Experte. Sind im Weg. Sie sind im Weg. Herr Perrodin, Sie stehen im Bild. Sie stehen im Wichtigsten. Jetzt schauen Sie mal an. Die Gär, die Leute. Es ist einfach schlimm. Wie kann man überhaupt so... Nein, ich glaube es nicht. Wir sollten doch das Ganze viel, 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 viel... Scheiße, jetzt habe ich vergessen, was zu sagen. Mehr zelebrieren, hey, weniger. Keine Ahnung, wir gehen dir zeigen. Mehr verlieren und weniger Museum. Ich denke, ich habe genug geschnurrt. Mehr Betten, mehr Mensch. Also nein, Sie haben ihr Pensum noch nicht gefüllt. Wir sind unter 3 Minuten. Okay. Perrodin, von Ihnen will ich nichts hören. Sie haben versagt. Also, da gäbe es, glaube ich, heilig, selig oder eine Versprechung. Jawohl. Warte mal, was ist heute? Die werden nicht heilig gesprochen. Also, Protokoll, Piazza San Pietro XY Andy.